Ja, Louis, Christian Schemeier, Coach, Diplompsychologe, Paartherapeut und so weiter und so fort. Gibt gerade zwei Codes, einmal für den Kurs Spiritualität und das geiles Leben und für Bootcamps mit mir. Ja, 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 das probieren wir mal wieder Ende des Sommers an drei Locations. Packe ich alles unten runter. So, wir haben eine Nachricht von Anja Letschkula und sie schreibt, wenn du uns auch solche Fragen stellen willst, machst du über das Kontaktformular auf liebeschipp.de oder schickst an support@liebeschipp oder lieber über das Formular, weil dann kannst du gleich so die richtigen Haken machen. Das ist immer ein bisschen einfacher für uns. Das müssen wir immer nochmal nachfragen. Was ist denn jetzt damit? Genau. Soul Matching, also neue Dating-Plattform. Dauert alles länger als gedacht, ist am Arbeiten. Und ja, wir versuchen das natürlich jetzt im Sommer nochmal für alle verfügbar zu machen. Und ja, genau, halt euch auf dem Laufenden, sonst einfach auf soulmatching.de da den Newsletter mal abonnieren. Gut, also, hallo Christian, ich hoffe, es geht dir gut. Ja, und da kommt gerade ein Amazon-Paket. Tja, man schlägt sich so durch, ne? aber jetzt, ich finde, das geht ja gerade wieder richtig. Also mit diesem, das ist ja eigentlich so mein Lieblings-Sommerwetter halt. Bisschen über 20 Grad, Sonnenschein. Nur der lokale See bei mir, der macht mich auf, nicht auf wegen Corona. Und das ist ein bisschen ätzend. Aber wir wollen nicht abschweifen. So, ich habe eine Frage. Du hast damals schon mal eine Frage von mir beantwortet. Vielleicht habe ich wieder Glück. Ich habe über 15 Jahre gebraucht, um mich aus Kranken toxischen Beziehungen zu lösen. Nun kann meine Schwester mein hart umkämpftes Glück nicht ertragen und macht mir fast täglich ein schlechtes Gewissen, indem sie sagt, was für ein Glück ich habe. Es ist kein fucking Glück, du hast dir das hart erarbeitet. Ich kenne den E-Mail-Nick hier, ich weiß, wie lange du schon dabei bist, wie oft du geschrieben hast und ich weiß nicht was. Also, das ist kein fucking Glück. Ne? Also, was für ein Glück ich habe, bin nun verheiratet mit Kind, Glückwunsch, schick mal ein Babyfoto, und ihr Leben wertlos sei, etc. Ich fühle mich jedes Mal schuldig und schlecht. Ich weiß, das sind alte Gefühle, aber wie löse ich sie, ohne den Kontakt abzubrechen? Danke schon mal und alles Liebe für dich. Ja, dieses, also da ist jetzt eine kurze Mail, da kann man eigentlich ganz viel zu sagen. Wo fangen wir mal an? Also Kontakt abbrechen macht man natürlich als Letztes in der Familie, ist ja klar. Und ich würde mir auch mal sagen, je mehr man in seine Kraft kommt, je mehr man in seine Autonomie kommt, je mehr man aus dem Ego rauskommt auch, ist ja nicht immer nur das innere Kind, ist auch viel das Ego, umso weniger braucht man, glaube ich, insbesondere wenn es jetzt nicht um Liebespartner handelt, ist mal was anderes, aber umso weniger braucht man Nullkontakt, denke ich so, ne? Das ist ja auch eine Krücke, Nullkontakt, und also das ist erstmal dazu. Natürlich musst du sie jetzt nicht auf Nullkontakt packen, aber du kannst sagen, ja, ich möchte nicht so angesprochen werden, so, ne? Aber kommen wir mal dazu. Also erstmal hast du dich jetzt sozusagen auf eine höhere, das ist jetzt auch keine Wertung, ne? Ich meine, man kann auch auf niedrigen Energieebenen operieren, aber du hast dich jetzt auf eine höhere Energieebene gebracht und dein Umfeld aber nicht. Das ist, da kann man eigentlich gar nichts zu sagen, weil das hat weder mit dir zu tun, noch mit überhaupt jemand. Das ist deren Entscheidung oder auch nicht Entscheidung. Also Entscheidung, da kommen wir jetzt gleich noch zu, ist natürlich ein schwieriges Wort, ich weiß das auch. Aber sagen wir mal so, es ist deren Entscheidung, ob sie auch diese Schritte machen oder nicht. Die können auch meine Videos gucken, meine Kurse machen oder sonst was machen oder keine Ahnung, was war noch alles. Also es gibt ja viele Möglichkeiten hier, ne? Ist ja auch gut, dass es viele verschiedene Sachen gibt, Angebote. Oder man lässt es halt und jammert weiter rum, so, ne? Und insofern ist jeder da an dem Punkt, wo er ist, ne? Aber was definitiv so ein Opferdenken ist, ist, okay, ich saug jetzt weiter rum. Ich bin jetzt mal so ein bisschen gemein. Ich saug jetzt weiter rum an meiner Schwester und ziehe so an ihr rum, um sozusagen mich nicht mit mir, um nicht auf mich gucken zu müssen, warum mache ich eigentlich nicht die Schritte, die man vielleicht machen müsste jetzt so, ne?
Und das ist natürlich, also aus seiner Sicht nicht okay. Da muss man jetzt nicht sauer drüber sein, auch nicht grollen. Nur, das ist ja auch so ein Ego-Spielchen, ne? Das ist ja so, natürlich, jetzt geht's dir besser und jetzt musst du dich, weil es dir besser geht, kann ich jetzt sozusagen weiter, also noch mehr Energie von dir absaugen, weil mir geht es dann nicht gut und jetzt musst du irgendwas machen für mich. Das ist natürlich ein super ego-toxisches Spielchen, was sie jetzt nicht bewusst macht, also nicht, dass wir uns das jetzt irgendwie falsch verstehen. Und mit dem, sie hat ja auch eine Wahl, das ist natürlich immer so eine Sache, solange man gewisse Bewusstseinsschritte noch nicht gemacht hat, hat man sie eben noch nicht gemacht und dann sieht man die Wahl vielleicht auch gar nicht. Nur, das ist nicht deine Aufgabe, so, ne? Also du kannst auch diese Bewusstseinsschritte nicht für sie machen, ne? Du kannst nur sagen, hier ist der Weg, den ich gegangen bin, bei mir hat er gut funktioniert, kannst du auch gehen, kannst es lassen, ist mir wurscht, mach was du willst, aber quatsch nicht so mit mir, so, ne? Ich bin nicht deine, ich sag's jetzt mal ein bisschen drastisch, ne? Ich bin nicht deine Heulboje, ich bin nicht der Ort, wo du, ich habe keine Lust mehr auf diese Interaktion, diese ego-behafteten Sachen und sorry, stehe ich nicht mehr für zur Verfügung, so, ne? Und das war's dann eigentlich im Grunde genommen, musst du auch nicht den Kontakt für abbrechen und aber dass es in dir überhaupt verfängt, heißt natürlich, sind häufig so doch noch restkoabhängige Strukturen, weil das ist so in toxischen Beziehungen, Familien natürlich gerne so. Sobald es einem besser geht, hängen sich da alle dran wie nichts Gutes und wollen ihn wieder runterziehen, weil sonst, also wenn da jemand ist, der sich da rausgekämpft hat, das ist ja dann, oh fucking, da kann man sich ja rauskämpfen und da wird unbewusst gerne wieder dran gezogen, um dann zu sehen, na guck mal, der hat es doch nicht oder sie hat es doch nicht geschafft oder ist doch scheiße oder ich kenne das auch so, dann läuft doch mal im eigenen Leben irgendwas falsch und dann wird sich da drauf gestürzt und siehste, bei dir läuft auch nicht alles toll und dann siehste und ist ja doch nicht alles so, wie du sagst und also da wird sich so förmlich drauf gestürzt, weil da wird das eigene Weltbild nicht so in Frage gestellt. Aber allein, dass du durch diesen Weg gehst und dich nicht antriggern lässt von ihr und dich nicht und auch nicht böse wirst mit ihr und so eine distanzierte, neutrale Art von Mitgefühl hast für sie, ohne sich da wieder verwickeln zu lassen und auch mal klare Grenzen setzt und sagst, sorry, habe ich jetzt keinen Bock drauf, können wir mal über Schönes reden. So, das ist auch mal ein ganz guter Text. Lass uns mal über Schönes reden. umso mehr drückst du sie natürlich automatisch, also übst du so einen Sog aus auf sie, dass sie auch Schritte geht für sich. Also insofern machst du wahrscheinlich schon alles, was du machen musst. Nur wenn du dich antriggern lässt, anmeiern lässt, mit wieder einsteigst, sauer wirst, beleidigt wirst, gekränkt wirst, dann wird es wieder mitspielen, momentweise, ne? Dieses wunderschöne Täter-Opfer-Spiel mit Ego, irgendwie, wo man wie Nutella schön Ego drauf schmiert. Ja, ist ein schönes Spielchen, aber du sagst dafür, du möchtest das nicht mehr. Und dann ist es auch gut so, ne? Ja, aber, weiß nicht, guck da, wie gesagt, naja, habe ich jetzt eigentlich habe ich alles gesagt. Muss ich jetzt nicht mal wiederholen. Genau. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt genießt den Sommer. Ich hoffe, ihr habt offene Seen bei euch und wir werden uns bald wiedersehen.